Was ist besser als ein Mystery Mini? Genau. Zwei Mystery Minis. Was ist besser als zwei Mystery Minis? Genau. Drei Mystery Minis. Und was ist absolut genial? Genau. Plüschis. Und was passiert, wenn man beide zusammentut? Genau. Mystery Mini Plüschis. Werfen wir doch mal einen kleinen Blick auf die Wahrscheinlichkeiten. Ja? Ganz okay. Also, let's open that! Was haben die sich bei diesem Hut gedacht? Ich weiß es nicht, aber er sieht leicht beknackt aus. Ist einfach nur so ein Stück rangenäht. Aber das Schleifchen ist süß. Okay, kommen wir mal zu Chica. Offiziell ist es tatsächlich FNAF 1 Chica. Sieht aber irgendwie aus wie FNAF 2, findet ihr nicht auch? Die blauen Augen, sie hat ein Höschen an, die roten Wangen. Aber abgesehen davon, warum ist ihr Lätzchen rosa? Funko. Hi. Das ist so die FNAF 1 Chica. Kommen wir nun zu Foxy. Kann mir irgendjemand sagen, warum sein Bauchfell so rosaartig ist? Im Normalfall ist es ja auch so mehr in Richtung Orange, nicht rosa. Abgesehen davon sind seine Ohren eigentlich dunkel und nicht in derselben Farbe wie der Bauch. Ja gut, dass die Augen silbern sind, ist alles in Ordnung. Aber warum sind seine Augenbrauen mit seiner Augenklappe verwachsen? Und das Schlimmste daran, warum hat er ein Doppelkinn? Ein Doppelkinn. Ein fucking Doppelkinn. Kommen wir nun zu Funtime Foxy. Ja, es soll tatsächlich Funtime Foxy sein. Was hat es da zu suchen? Ich habe keine Ahnung. Erst so die ersten Teilen und dann Funtime Foxy. Alles klar. Was mir aufgefallen ist natürlich, dass der Lautsprecher fehlt, so wie die Schleife. Was überhaupt keinen Sinn ergibt, warum soll das dann von deinem Foxy sein? Tatsächlich habe ich auf mehreren Webseiten geguckt. Es soll von deinem Foxy sein. Ich habe es erst als Mängel identifiziert und für mich ist es ein Mängel von deinem Foxy Mix. Jetzt kommen wir mal zu Bonnie. Genau dasselbe Problem wie Chica. Er sieht mir aus wie aus FNAF 2 mit seinen blauen Augen, der Fellfarbe und den roten Wangen. Nicht wie der erste. Auch wenn er wieder im ersten sein soll und warum ist sein Kopf eingedrückt? Und was ist mit seinen Augenbrauen falsch? Ich meine, ja, sie sind klein, aber entweder das ist ganz weg oder was ist denn das? Gut, kommen wir mal zu dem, was alle betreffen. Sie sind alle flauschig. Der Zettel von diesem Scheiß ist viel zu lang. Teilweise fast so lang wie die Figur selbst. Das ist einfach nur hinderlich. Sitzen kann die dadurch überhaupt nicht. Ja, dann ist es ein Mix aus FNAF 1, 2, 3 und 4. Unsere Star Location. So, Bonnie, Chica und Freddy, beziehungsweise Foxy natürlich auch, aus FNAF 1. Dann haben wir noch Springtrap, den ich leider nicht habe. Den es noch da drin gibt, so wie Nightmare Puppet aus FNAF 4. Und nein, er sieht nicht so aus. Wer hätte das gedacht? Dann zweifle ich noch an der Haltbarkeit der Ohren. Die sind sehr komisch, dünn und nicht so schön ausgefüllt, wie man es von den großen Plüschis kennt. Des Weiteren diese Nähte, die einfach viel, es sind sehr viele Nähte, die geben eine sehr komische Kopfform, wie bei Bonnie, sieht einfach aus wie ein Hintern. Des Weiteren haben sie eine flache Schnauze, was
sehr komisch aussieht. Was auch keinen Sinn ergibt. Abgesehen davon sieht dieses Grinsen auch irgendwie cringy aus. Aber ich mag Chica. Chica, tschüss!